Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder hier eingeschaltet haben und Neuigkeiten aus unserem Schuhwidu-YouTube-Kanal erfahren möchten. Heute geht's mal nicht um Schuhe, heute geht's um mich. Meine Person, warum, wieso, weshalb ich sozusagen schon seit mehreren Jahrzehnten Kinderschuhe verkaufe, das immer noch mit wachsender Begeisterung tue. Und wen es einfach interessiert, der bleibt dran und ich freue mich dann gleich auf ein Wiedersehen. So, hallo und da bin ich wieder. Heute möchte ich mal nicht über Schuhe erzählen, möchte auch nicht über Kinderfüße erzählen, sondern halt über meine Person, warum, wieso, weshalb ich mit wachsender Begeisterung immer noch Kinderschuhe verkaufe und es noch weiterhin tun möchte. Begonnen hat es ja alles schon bei mir, sage ich mal, in den 90er Jahren, wo ich sozusagen bei einer ostdeutschen Handelsgesellschaft schon mal Kinderschuhe verkauft habe und ging dann sozusagen nahtlos weiter mit der Wende, wo ich dann in einem großen renommierten Schuhunternehmen, ich glaube, es darf man ruhig nennen, Salamander war das damals gewesen, in Leipzig Kinderschuhe verkauft habe. Und das dann sozusagen von Anfang an eigentlich schon vorzugsweise in der Kinderschuhabteilung. Warum Kinderschuhe? Ich kann es jetzt gar nicht mal so richtig erklären. Ich fand es einfach nur toll und ich finde es heute immer noch toll, diese wunderbaren kleinen oder größeren Modelle mit einer super Qualität, super Leder. Dann natürlich hat man auch gemerkt, wenn man sich intensiver damit befasst, die Kunden sind dankbar für Informationen, weil ich sag mal, Füße messen, Schuhe in verschiedenen Weiten, das kam ja praktisch erst mit der Wende auf. Das gab es ja vorher alles gar nicht. Und da muss ich sagen, da war natürlich gerade im Osten großer Nachholbedarf. Das heißt also, viele waren irritiert von der vielen Auswahl, die man hatte. Und das ist ja heute nicht viel anders. Das heißt also, man muss sich schon mit dem Thema Kinderfüße, Kinderschuhe, Kinderausführungen, Ausführungen der Kinderfüße interessieren, damit ich überhaupt dem Kunden eine kompetente Antwort auf diverse Fragen geben kann, ordentliche Fachgespräche führen kann. Und das, muss ich sagen, macht mir schon seit Jahren Spaß. Weil es ist toll, wir haben wunderbare Ware, qualitativ hochwertige Ware, die sozusagen alle Sinne anspricht. Ja, zum einen das Fühlen, diese Bewegung, die Farben natürlich auch, die unterschiedlichen Ausführungen und dann sozusagen auch dieses positive Feedback, was man doch von seinen Kunden bekommt. Weil viele sind dankbar dafür, dass es einen gibt, als kleinen Händler um die Ecke, nicht der große, überlaufende, vielleicht auch manchmal Discounter, wo man sich doch meistens selbst überlassen ist. Und gerade wenn ich spezielle Füße habe, da sage ich immer so, unsere Randerscheinung wie der besonders schmale Fuß oder der besonders breite Fuß, wo wir dann mitunter erst die Anlaufstelle sind, weil es im normalen Markt halt nicht geklappt hat, muss ich leider mal so sagen. Aber das macht uns ja wieder stolz, dass wir in dem Fall den Eltern auch weiterhelfen können. Wir, damit meine ich und meine Mitarbeiter, die also regelmäßig von mir geschult werden, demzufolge auch ein BMS-Zertifikat haben und wo wir natürlich immer mit der Beratung auf dem Laufenden und auf dem Up-to-Date sein wollen. Warum mache ich das Ganze? Es gibt eine Fülle von Schuhen. Und ich muss natürlich sagen, man merkt es auch immer wieder, der Endverbraucher ist im Grunde genommen von der Masse einfach überwältigt. Wie finde ich dann sozusagen den Schuh, der mein Kind passt? Wie finde ich es überhaupt heraus? Was ist Passform? Wer erklärt mir das? Dafür sind wir eben halt da. Dafür machen wir diesen Kanal, um sozusagen Fehler vorzubeugen. Das ist so einfach. Ich habe keine Ahnung von Weite, kaufe meinen Kindern permanent zu kleine Schuhe. Im Endeffekt habe ich dann in 30 Jahren einen total verkorksten Fuß. Oder vielleicht auch noch Probleme mit dem Rücken, weil wie gesagt, der Fuß existiert ja nicht allein da unten. Das ist ja, unser Körper ist ja ein Zusammenspiel von vielen Dingen und das wird ja leider von vielen unterschätzt. Sie sagen, sind ja nur die Füße, ne? So, da oben kann ich hui aussehen und da unten ist es manchmal pfui. Und das ist immer etwas, was mich manchmal so richtig erschreckt, dass dem Fuß und dem Schuh gar nicht so die richtige Bedeutung beigemessen wird.
dafür mache ich das. Und dafür machen wir auch diesen Kanal, nicht jetzt, um sozusagen uns selber Konkurrenz zu machen, sondern weil es sozusagen dieses Fachgeschäft um die Ecke nicht in jedem Bereich von dieser Welt gibt. Also Deutschland. Ich nehme jetzt mal Deutschland ein und meine damit auch hauptsächlich den deutschsprachigen Bereich. Es ist ja vielerorts so, gerade auch durch Corona hat sich die Handelslandschaft sehr verändert. Das heißt, viele Geschäfte sind weggebrochen. Auch wir haben im Grunde genommen mit guten Ideen Corona super gut gemeistert, muss ich halt mit sagen. Bei uns ist niemand auf der Strecke geblieben. Wir konnten weitermachen und das war natürlich auch unser Glück. Aber ohne Ideen, ohne ein bisschen Fingerspitzengefühl, ohne Kundenansprache, kommt man natürlich hier nicht weiter. Und natürlich möchten wir auch generell oder möchte ich Eltern sensibilisieren, mehr auf die Füße ihrer Kinder zu achten, die eben halt nicht gerade dieses Fachgeschäft um die Ecke haben. Information hat noch niemals geschadet, auch in puncto Füße noch lange nicht. Wenn ich Informationen habe, Vergleichsmöglichkeiten habe, kann ich auch für meine Kinder die passenden Schuhe heraussuchen, ohne dass jetzt mir gleich jemand hinten auf der Schulter klopft und sagt, das hast du jetzt aber verkehrt gemacht. Ja? Sondern das Leben besteht nun mal aus Informationen, aus Wissen und so weiter. Und das sollten wir natürlich anwenden und das versuchen wir jetzt hier zu vermitteln. Es ist schön, wenn man dann immer wieder ein Feedback bekommt und es ist ja immer wieder das, was ich auch sage. Sie können zum Konditor gehen und eine Schwarzwälder Kirschtorte verlangen, es wird Ihnen jedes Mal das Originalrezept verkauft, klar. Und wenn Sie das in verschiedenen Bereichen machen, werden Sie merken, überall sieht die Schwarzwälder Kirschtorte vielleicht ein bisschen anders aus, schmeckt vielleicht auch noch ein bisschen anders, hat andere Zusammensetzungen. Und so ist das auch mit dem Besuch im Fachgeschäft. Die eine sagt zum Beispiel, ihr Fuß ist schlank. Der andere sagt, ist mittel. Die Mama meint aber, der Fuß meines Kindes sieht aber ein bisschen breit aus. Das hat aber was mit der Sichtweise der Dinge zu tun. Und nur, wenn ich sozusagen auch mal Vergleichsmöglichkeiten habe, oder mir das mal anhöre in einem Fachgeschäft, kann ich auch Rückschlüsse führen, habe ich denn jetzt die richtigen Schuhe gekauft vorher und wie mache ich das im Anschluss? Nehme ich mir die Informationen an, die mir dort gegeben werden, die mir eigentlich immer dem Kunden mit auf dem Weg geben, spar nicht mit Erklärungen, Beschreibungen zum Schuh, warum Freiraum, warum Passform, warum der Schuh gut, warum der andere, naja, vielleicht bloß eine 2 bekommt und warum man den dritten, vierten, fünften vielleicht ganz weglässt, weil halt, ich sag mal, aus der Fülle der Schuhe, es kann nicht jeder Schuh gut sitzen. Und wer immer zum Beispiel mit einer Schuhgröße oder ich sag's mal einfach nur mit einer Zahl einkaufen geht, wird merken, dass das auf Dauer gar nicht gut geht, weil die Zahlen bedeuten jedes Mal was anderes. Und weil es so viele Informationen dafür gibt, machen wir das, damit wir Aufklärung betreiben können, wir Fehler vermeiden oder helfen, euch Fehler zu vermeiden. Und natürlich, dass wir für ein besseres Laufgefühl bei unseren Kindern sorgen. Damit geht natürlich auch der Wunsch einher, dass Kinder passende Schuhe bekommen. Das wäre unser größter Wunsch und deswegen heißt es auch nicht umsonst in unserem Slogan, wir wollen, dass es passt. In diesem Sinne, seid so lieb, abonniert diesen Kanal. Es soll ja nicht eure Schande sein. Ich meine, man lernt immer was dazu und vor allen Dingen das Coole ist, der kostet nichts. Was soll ich dazu noch mehr sagen? Freue mich auf ein nächstes Mal und generell bis auf später.